Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss mich kurz vorstellen. Ich bin ein Kunsthistoriker und habe vielleicht einen bisschen anderen Zugang als die Juristen zu diesem Thema. Für mich ist die Teilhabe am kulturellen Erbe oder an der Kultur ein Wert an sich. Und ich glaube auch, dass die Erhaltung unseres kulturellen Erbes letztlich nur möglich sein wird, wenn wir möglichst viele zur aktiven Teilnahme oder zur Teilhabe an diesem kulturellen Erbe bewegen können. Ich komme aus dem Bundesdenkmalamt in Wien. Es ist heute schon das Wort gefallen, altehrwürdig. Und das Bundesdenkmalamt, glaube ich, sieht sich in seinem Selbstverständnis als altehrwürdige Institution. Wir sind furchtbar stolz darauf, dass wir schon im Jahre 1850 letztlich vom Kaiser Franz Josef gegründet worden sind, der seinerzeit eine KK-Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Kulturdenkmale ins Leben gerufen hat. Und das ist irgendwie unser Selbstverständnis. Wir sind in der Hofburg in Wien untergebracht, und wenn wir unsere Sitzungen haben, dann haben wir die in diesem Saal, dem sogenannten Ahnensaal, und 12 habsburgische Kaiser schauen auf uns hoffentlich sehr wohlgefällig herab. Wenn man jetzt auf die Geschichte des Denkmalverzeichnisses zu sprechen kommen wollte, müsste man eigentlich bis ins Jahr 1903 zurückgehen. Da gab es einen ersten Gesetzentwurf, der vorgesehen hat, dass alle Gebäude, die älter als 60 Jahre alt sind und der öffentlichen Hand gehören, automatisch geschützt sind. Damals hat man gedacht, dass Denkmalschutz für Privateigentümer vollkommen ausgeschlossen wäre. Das ist ist unzumutbar. Aber der Staat hat sozusagen und die öffentlichen Institutionen hätten mit gutem Beispiel voranzugehen und alle ihre Gebäude, die älter als 60 Jahre alt wären, entsprechend denkmalgerecht zu behandeln und zu betreuen. Dagegen haben sich viele Institutionen, vor allem die Kirche, ausgesprochen. Es gab während der Monarchie überhaupt kein Denkmalschutzgesetz in Österreich. Das ist erst 1923 gekommen. Und im Großen und Ganzen hat man diese Idee beibehalten und hat 1923 gesagt, man kann privates Eigentum unter Denkmalschutz stellen, allerdings nur in einem langen, komplizierten Verwaltungsverfahren, wo sich die Eigentümer auch dagegen wehren können, wenn sie nicht wollen. Aber alles, was öffentlich ist, einschließlich der Kirchen, ist automatisch geschützt. Schluss aus. Und hat sozusagen dem Denkmalamt als Morgengabe eine riesige Menge von Objekten gleich übertragen und hat aber gleichzeitig sozusagen sehr gebremst bei der Unterschutzstellung privaten Eigentums. Diese Situation ist also über Jahrzehnte beibehalten worden und hat dazu geführt, dass wir letztlich keine Statistik über den Denkmalbestand gehabt haben. Wenn man uns gefragt hat, wie viele Objekte betreut ihr denn, dann haben wir gesagt, wir wissen genau, wir haben 8.725 private Objekte und darüber hinaus sozusagen alles, was der öffentlichen Hand gehört. Und das hat dann schließlich dem Gesetzgeber mit der Zeit nicht mehr so gut gefallen. Und er hat dann im Jahr 2000 eine Regelung getroffen, dass bis zum Jahr 2010 sozusagen dieser Denkmalbestand exakt definiert werden soll und dass alle diese im öffentlichen Besitz befindlichen Objekte gecheckt werden soll, bist du ein Denkmal, sollst du als Denkmal erhalten bleiben oder nicht. Und dann haben wir diesen Auftrag sozusagen annehmen müssen, haben 10 Jahre Zeit bekommen und haben sozusagen diesen Auftrag bis zum Jahr 2010 zu erfüllen gehabt, haben alles noch einmal bereist, eine Bilddatenbank über alle diese Objekte angelegt und waren dann schließlich sehr froh, dass wir das im Jahr 2010 geschafft haben. Und diese Novelle hat aber zusätzlich besagt, dass zum ersten Mal jetzt dieses vollständige Denkmalverzeichnis auch offenzulegen wäre.
Also bisher war das sozusagen ein Geheimwissen, was unter Denkmalschutz stand. Man hat es eigentlich auch gar nicht gern gesagt. Wenn jemand angerufen hat, steht dieses Haus unter Schutz, dann haben wir uns irgendwie herumgewunden, weil wir ja nicht zugeben wollten, dass es vielleicht nicht unter Schutz steht, es aber vielleicht doch wertvoll wäre und so weiter. Also wir haben da lange Zeit, so sind wir um den heißen Brei herumgestrichen und wurden jetzt aber definitiv verpflichtet, sozusagen schwarz auf weiß der Öffentlichkeit zu sagen, was steht in Österreich unter Denkmalschutz. Man muss, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, das Bundesdenkmalamt in Österreich ist eine Bundesinstitution und es gibt sozusagen einen einheitlichen Denkmalschutz, ein einheitliches Denkmalschutzgesetz für das gesamte österreichische Bundesgebiet, anders wie in Deutschland, wo der Denkmalschutz ja Landessache ist. Dabei muss man natürlich sagen, dass Österreich größenmäßig vielleicht mit einem Staat wie Bayern vergleichbar wäre. Während wir diese Bilddatenbank aufgebaut haben, war ein großes Vorbild Images of England. Das ist eine Website, die English Heritage jetzt verwaltet und die haben die fantastische Idee gehabt, wir brauchen Bilder, also ein Denkmalbestand kann nur mit Bilddokumenten irgendwie illustriert werden und haben einen Aufruf erlassen an sämtliche oder an alle in Pension befindlichen professionellen Fotografen in England und haben gesagt, schwärmt aus, überprüft, ob in eurer Gegend irgendwelche Denkmale sind, macht davon schöne professionelle Fotos und stellt uns die gratis zur Verfügung. Und ich habe, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, sind mir fast die Tränen heruntergelaufen und gedacht, das ist halt ein Land, in England funktioniert das. Da sind so viele begeisterte Professionelle, die in ihrer Freizeit etwas sozusagen für das allgemeine Wohl und für den gemeinsamen Denkmalbestand tun wollen. Und ich habe mich daher gefreut oder habe gehofft, im Jahr 2010 werden wir dann auch unsere Fotos sozusagen der Allgemeinheit als eine Datenbank zur Verfügung stellen können. Ja, das war sozusagen nur die gesetzliche Verordnung oder Paragraph 3.4 des Denkmalschutzgesetzes, das diese Verpflichtung mit sich gebracht hat, ab dem Jahr 2010 jedes Jahr die aktuelle Liste zu publizieren, wobei der seinerzeit noch davon ausgegangen hat, dass wir Telefonbücher drucken und die sozusagen jedes Jahr frisch auflegen müssen und in den Handel bringen. Und dann hat unser Ministerium gesagt, nein, nein, im Zeitalter des Internet genügt es, wenn ihr jeweils aktuelle Listen ins Netz stellt. Aber wir haben eben wirklich nur aktuelle Listen ins Netz gestellt und nicht die Datenbank mit den Bildern, weil es 1000 Bedenken gegeben hat. Weil eben unsere Juristen gesagt haben, wer weiß, da stoßen wir vielleicht an die Grenzen, diese abertausenden Fotos, vielleicht sind welche aufgenommen worden, die nicht vom öffentlichen Grund aus fotografiert worden sind, vielleicht befinden sich sogar auch irgendwelche Innenräume, Einfahrten und so weiter drunter, da können wir in große Schwierigkeiten geraten. Und daher hat man gesagt, wir tun nur das absolut Notwendige, was im Gesetz vorgesehen ist und publizieren das, was wir dann das Telefonbuch genannt haben. Also eine Aufstellung der Objekte, geordnet nach Gemeinden, Katastralgemeinden, wie das in Österreich heißt, einer kurzen Bezeichnung der Adresse und der Grundstücknummer, die ja so furchtbar wichtig ist, weil das Objekt ja auch im Grundbuch in Österreich als unter Denkmalschutz stehend eingetragen ist. Also, wie gesagt, wir waren einerseits froh und glücklich, dass wir diese Aufgabe geschafft haben und andererseits war ich persönlich ein bisschen enttäuscht, dass das sozusagen dann diese magere Liste geworden ist. Und dann ist das Erstaunliche passiert, dass uns immer wieder Leute angerufen haben, die sich auf Wikipedia bezogen haben, was wir, Denkmalamt, gar nicht so richtig gekannt haben und genauere Daten über diese Objekte wissen wollen oder uns aufmerksam gemacht haben, dass die Grundstücknummer nicht mit der Adresse übereinstimmt und so weiter. Und ich habe mich da gewundert und dann bin ich plötzlich draufgekommen, es gibt so etwas wie die Wikipedia-Initiative Wiki Loves Monuments und war also unglaublich erstaunt und erfreut und habe gefunden, das gibt es also nicht nur in England, sondern es gibt auch sogar in Österreich Leute, die in ihrer Freizeit bereit sind, herumzufahren, Fotos zu machen, Objekte aufzunehmen. Und
habe eben gefunden, wir müssen die unbedingt ins Boot nehmen und mit denen Kontakt, mit diesen da draußen Kontakt aufnehmen, und habe einen Text verfasst, der auf die Website gestellt werden sollte, wo man diese Initiative begrüßt hat. Und bin ich auf ziemliche Skepsis gestoßen und habe gefunden, Bundesdenkmalamt und wer weiß, was sind das für Nerds da draußen, die diese Sachen machen, sollen wir da wirklich mit denen kooperieren? Aber schließlich ist es doch gelungen, diesen Text dann auf unsere Website zu stellen. Der Text hat eben geendet: Das Denkmallistenportal von Wikipedia beweist nicht nur, dass sich viele Menschen mit dem kostbaren österreichischen Kulturbestand identifizieren und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Wikipedia bietet nun die Möglichkeit, an dem Prozess an der gesamtheitlichen Erfassung des österreichischen Kulturerbes teilzunehmen. Die Initiatoren dieses Projektes bitten wir vor den Vorhang. Applaus, Gratulation, danke. Und das war irgendwie dann der Startschuss, weil dann haben sich diese Anrufe vermehrt und haben gefunden, okay, wir würden doch gerne auf einer breiteren Ebene kooperieren. Und dann war die Idee, wir laden sie einfach ein. Gehen wir das Risiko ein, wer weiß, was da für Wahnsinnige daherkommen. Aber wir haben sie eben in diesem Ahnensaal eingeladen und fünf Wikipedianer haben sich angemeldet. Alles Männer, keine Frau darunter, und haben gesagt, ja, sie würden gerne kooperieren auf einer breiteren Ebene, und was sie bräuchten als Basis wäre, dass wir ihnen das als PDF im Internet einzusehende Denkmalverzeichnis als Excel-Tabelle zur Verfügung stellen mit den ID-Nummern sämtlicher Objekte. Und wir haben gefunden, okay, dieses enorme Risiko können wir eingehen, und haben das tatsächlich gemacht. Und das war die Möglichkeit, dass die Wikipedianer jetzt das sozusagen heruntergebrochen haben, diese Listen für alle Gemeinden sozusagen erstellt haben mit dem mageren Content, aber alle eingeladen haben, jetzt da Texte, Fotos und so weiter draufzuladen, und vor allem die Verortung. Wir haben nur die Grundstücknummer eingetragen gehabt, und der Wunsch war, dass eben auch die entsprechenden GIS-Daten von den Wikipedianern sozusagen nachgetragen werden. Und das hat also tatsächlich funktioniert, und innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich also, glaube ich, bis jetzt sind etwa 80 oder 90% dieser 37.000 geschützten Denkmale sozusagen verbessert und verfeinert worden durch die Daten, die wir von Wikipedia zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aus dieser Kooperation, aus dieser sehr erfolgreichen Kooperation, haben sich dann weitere Projekte ergeben. Wikipedia hat sich eben über diese Wikilovs Monument Initiative haben wir an diesem Fotowettbewerb teilgenommen, der jedes Jahr international und national stattfindet, und haben also abertausende Fotos zur Jurierung bekommen. Und im Jahr 2011 war dann schließlich Sue Gardner von der Wikimedia Foundation sogar in Wien und hat in diesem berühmten Ahnensaal dann die Preise für die Fotos verteilt. Und in diesem Jahr haben wir von Wikimedia auch den Zedler-Preis bekommen. Vielleicht nur ganz am Schluss: Dieses Jahr ist es so weit gekommen, dass eben Wikipedia gesagt hat, wir unterstützen euch noch mehr am Tag des Denkmals, und wer immer in Österreich eine Wikipedia-Abfrage macht, wird auf den Tag des Denkmals aufmerksam gemacht. Und da steht eben, participate in a special photo competition on September 30th, the Day of Monuments, mit dem Logo des Bundesdenkmalamtes. Und dieses Foto, das Sie da sehen, habe ich von meiner Tochter geschickt bekommen und habe sie hat dazu geschrieben, sie studiert Jus und hat das irgendwo gesurft und hat eben da dieses Logo des Bundesdenkmalamtes gesehen und hat mir zudem dazu geschrieben als Text: Das Bundesdenkmalamt ist ein großer Star auf Wikipedia, urgeil. Und da habe ich gefunden, jetzt sind wir sexy geworden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.